Hallo und willkommen zu einem neuen Preview-Video, wieder zu einem Spiel, das noch in Entwicklung ist und in diesem Fall auch hoffentlich noch erscheinen wird, anders als Bug, was ich mir zuletzt angesehen hatte. Das Spiel hier ist jetzt oder wird jetzt in Early Access gehen. Wir schauen uns Colony Ship an, ein klassisches Oldschool-Rollenspiel. Early Access Start ist am 6. April. Ich habe hier eine Vorab-Presseversion von einer Agentur quasi gestellt bekommen. Und ja, ich hatte das Spiel mir auch schon in der Combat-Demo mir davon angesehen. Dazu gibt es auch entsprechend ein Video, was da oben verlinkt ist. Und ja, diese Combat-Demo hatte aber nur den Kampf gezeigt und nichts von den ja, Dialogoptionen und was da sonst noch so im Spiel gibt, von der Queststruktur und ähnliches. Und ja, Iron Tower Studios, die das Spiel machen, die haben zuvor schon Age of Decadence gemacht, ein Spiel, was eine ganz ähnlich funktioniert, aber in einem anderen Setting angesiedelt ist. Age of Decadence war so ein Spiel, eines von vielen Spielen, wo man Römer spielt. Naja, tatsächlich war das ein sehr ausgefallenes Setting und das ist das hier auch. Also bei Age of Decadence hatten wir in so einem Fantasy-Römer-Setting gespielt und war eines der Highlights, dass man die Entscheidungen, die man getroffen hatte, die hatten massive Auswirkungen auf das Spiel, angefangen schon mit dem Start, anders als bei Cyberpunk beispielsweise, wo das die erste Spielstunde bestimmt und dann immer mal wieder Sachen im Spiel ändern kann, die zwar dann Auswirkungen auf die Story haben, aber jetzt das Spielgeschehen nicht maßgeblich beeinflussen, ist es hier oder in Age of Decadence so gewesen, dass man beispielsweise am Anfang einen Krieger genommen hatte oder eine Wache gespielt hatte und dann ganz andere Dialogoptionen, ganz andere Zugänge hatte, als wenn man beispielsweise einen Priester gespielt hatte. Und so konnte es dann auch sein, dass man beispielsweise mit einem Durchlauf das Spiel durchgespielt hatte, aber noch gar nicht so weiß, worum es überhaupt geht. Und man musste dann quasi schon mit einer anderen Klasse spielen oder wirklich gucken, dass man sich sehr den Charakter so ausbaut, dass er möglichst viel vom Spiel mitbekommt. Und das scheint hier auch so ein bisschen zu sein. Nicht ganz so extrem, aber doch sehr krass. Ich glaube, der Entwickler hatte gesagt, dass man mit einem Durchlauf 40% des Spiels sehen wird, oder Spielinhalts. Jetzt weiß man natürlich nicht, was Spielinhalt, wie das definiert ist. Aber ich kann auf jeden Fall von meinen Erfahrungen schon sagen, ich habe das halt schon jetzt hier die ersten paar Stunden auf Englisch schon durchgespielt, also in Englisch aufgenommen. Und da kann ich jetzt schon sagen, ja, das wird hier ähnlich krass sein, vielleicht nicht ganz so stark, aber die Entscheidungen spielen hier eine wahnsinnige Rolle. Der andere große Schwerpunkt ist der Kampf und wenn man den dann nicht durch Dialoge umgehen kann. Und bei dem ist es auch so, dass der brutal schwer ist und bisher gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Ihr könnt euch ja die Combat-Demo mal ansehen, da habe ich viele, viele Stunden reingesteckt, um ein paar Kämpfe zu schaffen. Und das ist halt schon so ein bisschen krass. Also, wir haben hier die Early Access Version. Normalerweise schaue ich mir jetzt wenig Early Access an. Hier wollte ich jetzt einfach mal in die erste Version reingucken, bevor ich das Spiel mal wieder auf Seite lege. Ich werde jetzt hier auch nicht die ganze Early Access Version durchspielen, sondern nur euch mal kurz, in Anführungszeichen, die ersten 1 bis 3 Stunden etwa zeigen. Auf Englisch hatte ich etwa 4-5 Stunden aufgenommen, das wird aber hier kürzer ausfallen, weil ich die ganzen Texte oder noch weniger Texte vorlesen werde. Das ist halt auch der große Punkt. Das Spiel hat sehr viele Texte, die sind aber alle auf Englisch und werden voraussichtlich auch nicht auf Deutsch lokalisiert werden oder vielleicht von Fans, aber das wird dann wahrscheinlich in vielen Jahren erstmal sein. Deshalb weiß ich auch noch nicht, ob ich hier ein Let's Play auf Deutsch machen werde oder das auf Englisch machen werde, denn wie gesagt, man wird halt sehr, 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 sehr viel Zeit damit verbringen, englische Texte zu lesen und dann macht es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Sinn, da zwischendurch hier und da mal einen deutschen Satz abzugeben. Müssen wir mal sehen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, jetzt schauen wir uns das hier erstmal an. Early Access Version. Ja, ich habe schon gesagt, das ist nicht vollständig. Ist natürlich alles noch Entwicklung. Die Early Access Version soll voraussichtlich 18 Monate gehen, bis das Spiel dann released wird. Das ist allerdings
wenn man sich mal die Entwicklungszeit von Age of Decadence ansieht, halte ich das für sehr optimistisch. Ich schätze mal, dass das eher so 2 bis 3 Jahre dauern wird. Warten wir es ab. Etwa 25% des Spielinhalts sind im Moment hier drin. Da werden allerdings dann weitere Teile noch hinzukommen. Insgesamt gibt es hier 3 Orte mit mehreren Ebenen und so weiter, die man schon besuchen kann. Von insgesamt mehreren. Können wir gerade mal gucken hier. Das hier sind die ersten 3 Orte. Dann haben wir hier die ganz anderen Orte, die noch nicht freigeschaltet sind. Das Ganze ist in Kapitel aufgeteilt. Die ersten 3 Orte sind ein Kapitel, dann kommen 2 Kapitel, Kapitel 3 und Kapitel 4. Und The Pit, der erste Ort, der besteht beispielsweise jetzt hier schon aus... Da bin ich jetzt zu mir selber gereist. Der besteht jetzt beispielsweise hier aus der Main Street und dem Camp Town. Also es sind schon, ja, 2 Karten so gesehen. Das ist das Areal, was man in der Combat-Demo hatte. Und dann nochmal ein weiteres Areal. Und muss man da mal schauen. Age of Decadence war, glaube ich, von der Größe hier jetzt auch kein 150-Stunden-Spiel oder sowas. Das ist halt hier vor allen Dingen die ganzen Entscheidungsoptionen, die halt, wenn man das Spiel halt mehrfach durchspielt, dann kommt man hier vielleicht auf so eine Zeit. Was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Ja, Features habe ich schon gesagt. Challenging Turn-Based Combat, you will die a lot, sagen sie. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Charaktererstellung rein. Werde ich also erstmal ins Hauptmenü gehen. Jawohl. Dann werde ich hier mal ganz kurz wechseln und mich ausschnipseln, damit ich hier die Beschreibungen nicht verdecke. Da können wir jetzt, Überraschung, einen Namen einstellen, ein Gesicht aussuchen. Die Gesichter finde ich alle ganz gut gelungen. Oftmals habe ich es halt so ein bisschen, dass ich mir denke, die sehen alle nicht so ganz toll aus. Der eine sieht noch okay aus, den nehme ich dann. Und hier sind halt doch eine ganze Menge, die ich, womit ich mich identifizieren könnte. Der sieht cool aus, der sieht cool aus. Der sieht vielleicht ein bisschen Overkill aus. Der sieht cool aus. Ja. Also mit cool, ich meine, die sehen auch hier cool aus. Aber... der eine Typ hier war beispielsweise, der sieht schon so ein bisschen abgeranzt aus. Was auch, wenn man halt sowas spielen will, okay. Aber man hat hier auf jeden Fall ganz coole Optionen, die sehen alle vernünftig aus. Ich kann mich halt beispielsweise auch noch dran erinnern an, wie ist denn das? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das Spiel, was nach Fallout 2 kam, mit dieser Engine Magic irgendwas. Ja, da war es auf jeden Fall so, dass man am Anfang aus Charakteren aussuchen konnte und die alle so hässlich aussahen, dass ich da schon ein bisschen die Lust verloren hatte. So, dann baue ich jetzt den Charakter einfach mal ein bisschen nach. Wir können also hier Gesichter aussuchen. Vielleicht fällt mir der Name von dem Spiel nebenher auch nochmal ein, was ich meinte. Wir haben hier die Haare. Aber ich baue jetzt einfach den nach, den wir da oben so haben. Und brauchen wir ein bisschen was an Bart. Dann haben wir die Haarfarbe, die ändert sich natürlich jetzt hier nicht wahnsinnig. Tattoos können wir machen. Die Narben können wir bauen. Wir wollen aber jetzt weder Tattoos noch Narben haben. Und wir können Handschuhe einstellen. Boah, super. Okay. Der interessantere Teil sind jetzt wohl die Stats, denke ich. Denn hier funktioniert das Spiel deutlich anders als quasi alle anderen Spiele. Also alles das, was man an Rollenspielen so kennt. Normalerweise hat man das ja so, dass man Erfahrungspunkte sammelt und dann Stufen aufsteigt, Punkte bekommt und die verteilt man dann auf seine Attribute und ein bisschen in die Skills. Und mit Skills und Attributen kann man dann irgendwann Feeds freischalten und ja, das funktioniert alles hier so nicht. Hier ist es so, dass der Charakter wirklich bei der Erstellung schon definiert wird. Also kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man das Spiel anfangen wird
dann 3-4 Stunden lang reinspielen wird, so ein bisschen anfängt zu verstehen, wie das System funktioniert und dann wieder von vorne anfängt, weil einfach die Charaktererstellung so eine hohe Wichtigkeit hat und den Spielablauf vorgibt. Denn diese ganzen Attribute, die sind auch nicht nur hier ein bisschen mehr Schaden, da ein bisschen mehr Schaden, sondern die machen riesigen Unterschied. Beispielsweise Charisma, kann man unten sehen, grün, haben wir jetzt maximale Followers werden dadurch erhöht. Also wenn wir halt hier nur wenig haben, dann können wir auch nur einen oder zwei Leute mitnehmen. Wenn wir 8 haben, können wir hingegen 3 mitnehmen. Dann haben wir auch die Aktionspunkte 12. Wenn wir hier die Dexterity erhöhen auf Maximum, dann ist die auf 18. Und diese Punkte hier, die wird man nie wieder verändern können. Mit einer Ausnahme, es gibt Implantate. Und mit den Implantaten lässt sich, ja, da lässt sich halt ein bisschen was, rausholen. Also da kann man dann das eine oder andere erhöhen. Beispielsweise kann man auch Max Followers durch ein Implantat auf 3 oder um 1 hochsetzen. Dafür würde man halt dann das Implantat nicht mehr für was anderes verwenden können. Also wenn man halt 3 haben will, muss man auf jeden Fall wohl Charisma 6 nehmen und dann das Implantat reinhauen. Dann haben wir Intelligenz. Das gibt an, wie viele Tact-Skills man hat. Zu denen komme ich gleich noch. Und man bekommt extra Erfahrung. Jetzt ist die extra Erfahrung allerdings, würde ich jetzt nicht unbedingt überbewerten. Denn ich habe mir mal aufgeschrieben, wie viel Erfahrung man so für die Stufen braucht. Und um auf Level 2 zu kommen, braucht man 250. Dann braucht man 750, dann braucht man 1500. Also, wenn das weiterhin immer etwa das Doppelte braucht bis zum nächsten Level, dann bringt einem 10% auch nicht viel. Dann kommt man damit halt ein bisschen früher an das nächste Level dran. Das ändert aber nicht viel. Aber diese Tagged Skills, die machen wiederum einen größeren Unterschied. Außerdem können wir hier rechts auch noch dann was nehmen. Mastermind, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Ich werde jetzt hier mal das auf 10 setzen. Dann Perception. Perception gibt halt an, wie gut wir treffen, wie gut wir Reaction Shots machen können. Anders als bei Jack the Lions, XCOM und so weiter. Aber also bei Jack the Lions musste man ja Aktionspunkte übrig halten, dann hatte man eine Unterbrechung bekommen. Und bei XCOM oder jetzt auch bei Phoenix Point ist es ja so, dass man aktiv Overwatch machen muss. Das ist hier nicht so. Hier hat jeder Charakter passiv einfach einen Prozentwert mit Reaction. Und wenn ein Gegner in quasi das triggert, dann schießt er. Er braucht ja auch keine Punkte für. Also das ist schon ein sehr wertvoller Wert. Genau. Und dann haben wir Initiative, wie früh man am Kampfanfang drankommt. Dann haben wir Ausweichen. Und ja, das ist alles von Perception abhängig. Vielleicht jetzt nicht der allerwichtigste Skill, aber ja, sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Wenn man halt überhaupt keine Accuracy hat, dann ist man halt auch ziemlich, ziemlich im Eimer, sage ich mal. Dann haben wir Dexterity. Und ja, Dexterity, damit das erhöht da quasi so ziemlich das Gleiche, aber halt nicht die Accuracy mit, sondern vor allem Dingen würde ich halt sagen, ist das für die Aktionspunkte halt sehr, sehr hilfreich. Dann haben wir Konstitution. Damit können wir die Anzahl der Implantate erhöhen, die wir nehmen können. Und das ist halt hier einfach mal ja, auf 2 oder auf 3 gesetzt. Damit haben wir sie also verdoppelt und verdreifacht, die Anzahl, die wir haben. Und mit Stärke, ja gut, damit machen wir halt mehr Melee-Damage. Armor-Handling ist aber auch nicht ganz unwichtig. Damit kann man Armor-Penalties reduzieren. Denn hier hat man halt, muss man immer abwägen, wie viel, was eine Rüstung man tragen will, denn wenn eine Rüstung Schutz bietet, dann hat die normalerweise auch einen
einen Malus. Und den kann man durch Armor Handling ein bisschen, dem kann man mit Armor Handling ein bisschen entgegenwirken. Auch kann man sich ja, hat man hier Recoil Control, ist halt auch so ein Wert. Ich weiß nicht genau, wie der sich auswirkt, aber man sieht halt schon, wenn man halt beispielsweise mit Maschinenpistolen kämpft oder sowas, dann bräuchte man auch Stärke, um halt mit dem Recoil ein bisschen was entgegenwirken zu können. Ich werde jetzt mal die Konstitution noch auf 6 erhöhen, um da noch mehr Implantate reinbauen zu können. Und ich hoffe, dass ich hier mit dem... ich versuche halt immer einen Charakter zu bauen, der möglichst viel dann im Spiel sehen kann, weil ich normalerweise die Spiele nur einmal durchspiele. So, jetzt haben wir die Stats abgeschlossen. Wie gesagt, da ist schon... steckt eine ganze Menge drin, also da muss man schon stark überlegen, wie man den Charakter aufbaut, weil nachträglich ändern wird man die nicht mehr können. Jetzt ist es aber so, bei der Base Accuracy, wir haben jetzt quasi eine Treffsicherheit mit Waffen von 60. Wenn wir aber besonders gut, beispielsweise Rifle, ausgebildet sind, dann wird sich unsere Accuracy mit Rifles entsprechend erhöhen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise einen höheren Wert habe, dann würde dann, wenn ich einen Rifle in der Hand habe, hätten wir da auch mehr Accuracy. Das heißt, wenn ich hier sehr viel Intelligenz habe und damit mehr... Okay, Detect Skills, damit kann ich Skills aussuchen, mit denen ich doppelt so schnell lerne. Und die Skills, die lernen, die steigen nicht beim Stufenaufstieg, sondern bei der Benutzung. Und das bedeutet, dass ich beispielsweise jetzt Rifle nehmen kann und noch andere Sachen. Und der Vorteil ist halt, dass der Wert jetzt schneller steigt und das dann hineinspielt in die Accuracy und da ich damit quasi meine Accuracy herbekomme, statt die Base Accuracy halt deutlich zu erhöhen. Diese Punkte, die man verteilen kann, die sind verhältnismäßig unwichtig, würde ich fast sagen. Die machen nicht so wahnsinnig viel aus. Wir können... weil die können... Die würden ja sowieso steigen. Es sei denn, man ist halt so schlecht, dass es nie funktioniert. Ich werde jetzt hier Impersonate noch nehmen. Aber eigentlich ist es ziemlich egal, woran man diese ersten Punkte steckt. Das hier macht dann die Dialoge vor allem Dingen einfacher und man hat einen besseren Einstieg. Stil ist auch auf jeden Fall eine Option, die man machen kann, weil man am Anfang halt ein paar Sachen stehlen kann. So, jetzt ist der nächste Punkt, wo man ein bisschen überlegen muss, ist, wie die Gruppe denn funktioniert. Und das Spiel, was mir eben entfallen ist, das war Arcania, glaube ich, Arcania of Magic and irgendwas. Arcania. Ne, das ist Gothic. Dann hieß es doch nicht Arcania. Moment. Off. Magic. Arcanum! Haha, okay. Bei Arcanum, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Egal. Komme ich gleich nochmal zu. Jedenfalls war Arcanum das Spiel, was mir eben entfallen ist, wo man halt auch, wo man die Charaktere aussuchen konnte, die so ein bisschen hässlich aussahen. Ach genau, was da auch, glaube ich, war, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mit der Party-Konstellation, da war es, glaube ich, auch so ähnlich mit den Max-Followern. Und dass man der Hauptcharakter da viel vorgegeben hatte. Oder auch bei Neverwinter Nights 2 ist es auch so, zumindest bei der Basisversion, dass der Charakter quasi alle Dialoge durchführt, was halt ein bisschen seltsam ist für die Charaktererstellung. Weil Charisma jetzt im Grunde bedeutet, oder im Grunde für alle Begleiter irrelevant ist, sozusagen. Charisma ist nur für den Hauptcharakter wirklich wichtig. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich es falsch verstanden haben sollte, dann korrigiert mich. Also die, soweit ich weiß, ist Charisma nur für den Hauptcharakter verantwortlich, weil ich meine, die anderen Charaktere haben keine maximalen Follower, das spielt da also keine große Rolle. Und Charisma erhöht ja außerdem hier diesen Initial Disposition-Wert.
Und das ist ein Dialogwert. In vielen Dialogen wird man versuchen, den Gegenüber zu überzeugen. Und dann werden da unterschiedliche Skillchecks durchgeführt, sozusagen. Und da kann man nicht jetzt wie bei, ich sag mal, Neverwinter Nights, dann entweder mit Persuasion oder mit Streetwise antworten, je nachdem das, was man da besser hat. Also es gibt zwar hier auch, aber es gibt auch viele Skillchecks, wo man dann beispielsweise, ich sag mal, einmal Persuasion und einmal Streetwise benutzen muss und dann nochmal Persuasion oder sowas. Und da muss man gucken, dass man den Balken damit voll bekommt. Also ist es eigentlich sehr wichtig, dass der Charakter, der redet, falls das nicht sogar der Hauptcharakter sein muss, der redet, dass der quasi alle Sachen hoch hat. Und deshalb bietet sich das eigentlich an, gerade den Hauptcharakter jetzt nicht unbedingt in Nahkampf zu schicken, weil da bräuchten wir beispielsweise auch Constitution und Strength und so weiter für, sondern wir machen da einfach einen schlauen Typi draus, der von hinten mit einer Rifle drauf schießt und dann aber beispielsweise viel reden kann, wenn wir halt viele Dialogoptionen offen haben wollen. Und da ich eigentlich ganz gerne immer so mit Dialogoptionen versuche, die Sachen zu lösen, werde ich das auch so machen. Ich nehme jetzt Impersonate nehme ich hier nicht mit. Ich werde noch da den Critical Strike nehmen. Ich denke, 2 sollten reichen. Der Impersonate, der wird dann mitsteigen, wenn wir die anderen da auch immer mal wieder benutzen. Der wird halt ein bisschen herhinken, aber ich denke, das sollte so passen. Weil wir wollen halt auch gucken, dass wir nicht ganz unfähig sind. Ich glaube, das ist auch ganz gut mit Critical Strike. So. Dann haben wir die Feats. Und wenn man jetzt denkt, ja, das sind das denn die besonderen Sachen, das stimmt auch schon. Allerdings sind die Feats das, was man mit jedem Stufenaufstieg bekommt. Da kann man mit jedem Stufenaufstieg 1 oder wenn man halt hier besondere Sachen hat, dann 2 nehmen. Hier diese Heroic Feats, die kann man nur bei der Charaktererstellung auswählen. Und die brauchen aber alle einen Wert von 10, außer das ganz erste. Und das hier wirkt so billig, sage ich mal. 2 Stat-Punkte, 3 Skill-Punkte. Die 3 Skill-Punkte sind natürlich auch tatsächlich auch nicht viel. Aber diese 2 Stat-Punkte, die können schon einen ordentlichen Unterschied machen. Ich werde aber das hier nehmen mit extra. Also ich habe jetzt die Intelligenz so hochgesetzt. Damit kriege ich halt hier diese zusätzlichen Punkte. Ich bekomme die extra Erfahrung, die bringt wahrscheinlich nicht so, also nicht zusätzliche Punkte, sondern die Tact Skills. Die zusätzlichen Erfahrungspunkte weiß ich nicht. Ich glaube, die bringen nicht wahnsinnig viel. Aber hier, die bringen halt 3. Bringen ab 3 alle 3 Level ein extra Feat und die bringen 50% Skill Learning Rate, was halt auch sehr gut ist. Damit steigen die Sachen also nochmal schneller. Und gerade hier in der Early Access Version, ich weiß nicht, wie sich das dann später auswirkt, wie das dann released sein wird, ob man da mehr Optionen hat. Aber ich hatte ja jetzt schon mal auf Englisch das gespielt. Für eine englische Aufnahme. Und da war es schon so, dass ich nur sehr, sehr knapp und mit allen Ausnutzen von Dialogen an diese Requirements gekommen bin, um weitere Dialoge zu schaffen. Also das ist schon, wenn man da weiterkommen will, muss man sich schon sehr darauf fokussieren irgendwo. Wir können ein Feed nehmen und das war's dann im Grunde auch. Und damit haben wir den Charakter jetzt erstellt. So. Jetzt zur Hintergrundstory zum Ganzen. Wer mit Colony Ship dem Namen was anfangen kann, der weiß vielleicht schon ein bisschen was. Dazu kann man auch noch das Thema Generationsschiff, den Begriff Generationsschiff einbringen. Da gibt es eine sehr nette Doku mit Stephen Hawking. Eine Folge, Stephen Hawking Universe, ich guck mal gerade, wie das hieß, Universe Miniseries, Into the Universe with Stephen Hawking, das waren glaube ich 4 Folgen, da gibt es eine Folge zu, da wird Generationsschiff angesprochen und auf so einem Generationsschiff sind wir. Ähnlich wie auch beispielsweise in Insomnia, das ist ein anderes Spiel, wozu ich auch ein Let's Play gemacht hatte. Ich mach mal mich hier mein Talking Head gerade mal wieder rein.
Und zwar sind wir quasi auf einem Raumschiff, das von das ursprünglich vor vielleicht 100 Jahren oder so von quasi Religionsfanatikern von der Erde losgeflogen ist, um andere Planeten zu kolonisieren und halt das Reich Christus auszubauen oder sowas, ja? Also das ist wirklich eine Mission Gottes gewesen anfangs, womit das Schiff quasi mit der Mission losgeflogen ist. Und dadurch, dass das Schiff, also das soll zwar nach Proxima Centauri fliegen, aber also Proxima Centauri ist einer der, wenn nicht der nächste Planet oder die nächste Sonnensystem und mit dem nächsten erdähnlichen Planeten. Wenn der aber, ich weiß nicht, wie weit entfernt ist, aber lass es mal 3 oder 5 Lichtjahre oder sowas sein, dann dauert es trotzdem eine Weile, bis man da kommt, weil man ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Und in dem Fall dauert es, glaube ich, oder soll es 400 Jahre oder sowas dauern. Und das, da kommt dann das Generationsschiff ins Spiel. Das geht davon aus, dass quasi die Menschen weder Kryoschlaf haben, dass sie also einschlafen und dann am Zielort wieder aufwachen, noch dass sie lebensverlängernde Maßnahmen haben, womit ein Mensch also 400 Jahre alt wird. Das bedeutet, also sagen wir einfach mal, dass hier jetzt in dem Spiel, in diesem Szenario, da werden Menschen so alt, wie wir hier jetzt auch vielleicht werden, vielleicht lassen wir mal 100 Jahre alt sein, vielleicht, weil der Star jetzt nicht so super knorke auf dem Schiff läuft, vielleicht sterben die auch schon mit 60 Altersschwäche. Jedenfalls ist die Lebensspanne begrenzt. Das heißt, dass die, die losgeflogen sind, die sind schon längst alle tot, an Altersschwäche gestorben. Wir sind quasi jetzt die Kinder in x-ter Generation und wir werden auch nie den Zielort erreichen. Weil den Zielort, der ist noch so weit weg, dass werden unsere Kindeskinder irgendwann da ankommen. Also, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und während diese ganzen Generationen quasi am durchgenerationiert worden sind, sind da ein paar vom Glauben abgefallen und hatten das mit dem Reich Gottes ausbreiten halt nicht mehr so cool gefunden und wollten halt vor allem Dingen einfach nur ein gutes Leben haben. Und dann gab es Revolution. Und so hat sich das Spiel oder die Population in 3 Gruppen aufgesplittet. Zum einen die Religionsfanatiker, zum anderen die, ich sag mal, die auf die Mission setzen, vor allem also das Schiff am Zielort hinzubringen, ist das größte aller Dinge. Das Ziel muss erreicht werden. Und die dritte Gruppe sind quasi die Revolution angezettelt haben. Die sind allerdings auch nicht die nettesten, sondern es ist halt dann wirklich pure Anarchie und wer denen nicht beitritt, der wird dann abgemetzelt und die sind halt auch nicht so nett. Also wirklich gut von den 3 Fraktionen ist quasi keine. Wir werden jetzt hier ein paar Fragen beantworten und damit werden wir die Einstellungen von dem Charakter ein bisschen ändern. Und was hier jetzt geschrieben wird, das habe ich gerade quasi alles erklärt. Damit werde ich jetzt hier so ein bisschen durchklicken. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, könnt ihr ja mal gerne pausieren. Das gab es alles in der Combat-Demo auch schon, hatte da allerdings überhaupt keine Auswirkungen. Ich weiß auch gar nicht, ob das da schon stand. Hat jetzt aber, glaube ich, in dem Spiel bisher auch noch keine Auswirkungen, zumindest soweit, wie ich das gesehen hatte. Da können wir jetzt beispielsweise sagen, dass die Revolution das Richtige war, aber wir sagen, was soll's? Und wenn du dem Hydral Kopf abschlägst, dann kommen 3 neue. Hier geht es jetzt um Mutanten, die halt, also irgendwo im Schiff wurden halt Leute, sind mutiert, weil da irgendwie Strahlung war und die wurden jetzt aber, weil die Strahlung auch aushalten, zu Maschinen reparieren eingesetzt und die haben damit die Menschheit quasi gerettet, also unser Schiff. Und da werde ich jetzt sagen, die Mutationen sollten gelobt werden und bezahlt werden und wir sollten vielleicht gucken, dass wir mit den Mutationen noch mehr machen. Das könnte fürs Überleben wichtig sein.
Das könnte halt auch sagen können, das sind missratene Wesen, Gott mag sie nicht oder sowas. Dann haben wir, ja, wir wohnen halt in The Pit, was auch so ein gesetzeslose Gegend ist. Wir sagen jetzt hier, also ein paar Regeln sind nötig, sonst gibt's Anarchie. Und hier ist jetzt genau da, also ein Szenario beim Generationsschiff. Das hier ist jetzt ein bisschen anders gestrickt. Aber beim Generationsschiff ist es ja so, wenn das 400 Jahre unterwegs ist und dann ankommt. In dem Fall ist es jetzt so, bei dieser Frage, dann, da hat eine Sonde schon rausgefunden, dass der Planet bewohnt ist. Aber das scheinen halt nicht unbedingt Menschen zu sein. Ansonsten wären die halt nicht in den Late Middle Ages. Aber das ist halt auch so ein Thema. Beim Generationsschiff kann es ja theoretisch sein, dass man das erste Schiff, was überhaupt so weit fliegen könnte, dass man da drauf ist, dann 200 Jahre unterwegs ist, oder sagen wir mal einfach mal 50 Jahre unterwegs ist und noch 350 Jahre vor sich hat und dann ein höher entwickeltes Generationsschiff losgeschickt wird und das einfach einmal überholt und dann nach 100 Jahren am Zielort ist und dann hat man immer noch 300 Jahre vor sich. Und das Schiff hat dann auf dem Planeten schon 300 Jahre lang gesiedelt, bevor man selber dann da ankommt. Und damit, ja, das ist dann ein bisschen ein Problem. Wir sagen, wir müssen mit den Ureinwohnern in Harmonie leben. Dann geht es hier um diese Gottesfraktion. Da sagen wir einfach, Religion ist das Opium fürs Volk, für die Dummen, so ist das hoffentlich gedacht. Die anderen drei waren, glaube ich, sehr oder eher Religion zugewandt. Dann haben wir genau, das hier sind jetzt die Protectors. Die Protectors sind die sind halt die, die nur für die Mission alles machen. Und da stimme ich auch halbwegs zu. Ich sag zumindest hier sagen, werde zumindest sagen, ja, dass die Mission vor die Wichtigkeit hat. Vielleicht deren Regeln nicht unbedingt die besten sind, aber ja, und das hier ist jetzt die Bruderschaft und die Bruderschaft ist quasi, das sind die Anarchisten und ja, da sagen wir, dass die Revolution zwar was gut war, aber genau, dass sie die Autorität besiegt haben, ist gut, aber und sie sollten uns aber jetzt die Möglichkeit geben, uns zu leben, wie wir wollen und nicht das, diese Freiheit wieder wegnehmen. So, und damit haben wir jetzt quasi unseren Charakter erstellt und dann wachen wir hier auf und wir sollen zur Kneipe gehen. Und ich sehe schon, wir sind schon bei der ersten halben Stunde. Wie gesagt, da war jetzt auch viel Text und deshalb habe ich da jetzt ein bisschen was vorweggegriffen, damit ich halt hier auch nicht mehr alles vorlesen und erklären muss. Das geht dafür jetzt ein bisschen schneller, denke ich. Wir können auch hier reinzoomen. Das ist ein großer Unterschied zu dem Age of Decadence, was schon ziemlich hässlich war, muss ich sagen. Das hier sieht echt nett aus, finde ich. Also sehr, sehr weich. Auch wenn man hier einen Umhang hat später, der wippt dann auch da richtig rum. Das sieht schon cool aus. So, wir können beispielsweise hier mit einem Charakter reden und der sagt uns jetzt hier, er ist Diving, er ist im Schrott tauchen und bringt uns jetzt aber einen Skill bei, wie wir halt Lockpicken können, also Schloss knacken. Und dann können wir hier beispielsweise die erste Kiste direkt öffnen. Da haben wir ein bisschen Kram drin. Looten wir mal. Und dann gehen wir mal gerade auch ins Inventar. Und ich hatte ja schon erwähnt, Stärke ist beispielsweise wichtig. Jetzt haben wir die Sachen, die wir haben, brauchen jetzt noch keine Stärke. Die haben keine Mali. Aber wir werden gleich mal zu einem Händler gehen und das sehen. Wir hatten ein Gewehr Spezialisierung genommen. Deshalb nehme ich auch das Gewehr in die Hand. Das ist aber auch so ein Einschuss-Ding. Nicht besonders super. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir erst noch... wir könnten jetzt auch eine andere Waffe nehmen, aber das ist natürlich auch immer so die Sache, wenn man zwischen Waffen hin und her wechselt, dann bedeutet das ja
im Endeffekt auch, dass man seine XP, die man bekommt, auf zwei Waffentypen aufteilt, was vielleicht auch nicht unbedingt das ist, was man machen will. Weil die Kämpfe begrenzt sein werden. Hier gibt es nicht unendlich Respawn, soweit ich weiß, sondern eine limitierte Anzahl von Gegnern und damit auch eine limitierte Anzahl von Erfahrungspunkten. So, jetzt kann ich auch gerade noch was zeigen, was mir nicht so gefällt. Hier haben wir beispielsweise so Orte. Hier haben wir den Biorecycler. Wenn wir uns den angucken, dann steht hier der Text. Und, Moment, ich versuche den jetzt mal ganz schnell auf Englisch vorzulesen. Klick. These Biorecyclers break all organic matter from waste to dead bodies, gathered each morning into simple... Und da war's das. Und das ist ein bisschen doof, weil man muss im Endeffekt diese Texte immer rechts unten lesen und dann hätten sie sich diese Anzeige auch sparen können. Das kann man in den Optionen tatsächlich nicht umstellen, was ein bisschen doof ist. Wo wir aber schon in Optionen sind, hier gibt es eine ganz interessante Option. Und zwar in Gameplay gibt es ein G-Type, Heavily Adjusted. Das bedeutet, dass man normalerweise, wenn man eine Chance von 99% hat zu treffen, dann könnte man ja theoretisch 100 Mal schießen und 100 Mal diese 1% würfeln. Ja, es ist super unrealistisch, aber theoretisch kann das vorkommen. Wenn wir das Heavily Adjusted haben, so wie ich das jetzt eingestellt habe, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Standard war, aber so ist es so, dass das nicht passieren kann, sondern dann würde die Chance halt immer weiter hochgehen für den nächsten Schuss und dann wieder resettet werden sozusagen. Das heißt, dass der Glücksfaktor reduziert wird für einen selber beim Treffen, aber natürlich auch für die Gegner. Das heißt, die Gegner werden dann auch nicht durch Zufall in einem Kampf einfach mal 10-mal daneben schießen können, sondern es wird ein bisschen enger sein. So, wir werden jetzt zur Kneipe laufen, so wie wir das sollten. Ich werde jetzt nicht mit jedem direkt reden, sondern ich werde jetzt hier ein bisschen mal dem nachgehen, um hier mal euch gezielt was zeigen zu können. Das ist also jetzt hier die Kneipe. Red Poison it is then. Also Red Poison ist hier so ein Getränk. Continue. So, und da ist jetzt der Tenner und der sagt, dass er einen Job für uns hat. Welcher Job? Der gibt uns jetzt so eine Karte, die... irgendwie einen besonderen Geheimgang-Sektor irgendwas öffnen soll. Und dann erklärt er uns, wie er da dran gekommen ist. Und dann sagen wir aber, also er will hier halbe-halbe machen, wir sagen aber, oder aufteilen zumindest, wir sagen, wir bräuchten aber noch Hilfe. Und dann sagt er, da kenne ich einen, der dir helfen könnte. Und dann können wir den besuchen und mitnehmen. Und das werden wir jetzt auch tun. Dann gehen wir hier halt weiter und damit kommen wir quasi in unseren ersten Konflikt rein. Wir gehen hier zu Apes, wo wir den ersten, den Typen hier sehen sollen wir anheuern, den Evans. Ich kann ja Tab drücken, damit wird mir alles angezeigt. Und das ist jetzt auch der große Unterschied, das was ich soweit gesagt habe, das habe ich bei der Combat-Demo auch schon mehr oder weniger gesagt, aber was ihr jetzt hier seht, ist halt ein bisschen, wie dann die Dialoge auch funktionieren oder wie die Story funktioniert. Also wir haben jetzt hier wäre beispielsweise jetzt auch Stil gewesen, hier hätten wir Sachen klauen können. Das werden wir jetzt nicht tun. Wir werden mit dem hier reden. Und das ist halt der erste, den wir anheuern können. I have a job for you. Und dann sagt er, ja, ich bin aber beschäftigt, ich habe selber einen Job, ich muss den hier bewachen. Und dann sagen wir halt, genau, also hier gibt es jetzt zwei Fraktionen sozusagen. Der Jonas und den anderen, dessen Namen habe ich jetzt vergessen. Und der Jonas, der ist quasi der Herrscher dieses unabhängigen Dings und der schickt hier Leute rein, um Schutzgeld zu erpressen oder um einfach nur Geld zu erpressen oder um, ich weiß nicht, oder um Schulden einzutreiben, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und der ist dafür da, um die abzuwehren, dass die einfach zurückgehen. Wir warten jetzt und dann kommen sie und dann sagen die halt, ja, gibt uns das Geld und wir sagen, ja, nö, und dann können wir beispielsweise jetzt hier mit Streetwise oder Persuasion, jetzt haben wir eins von beiden, da können wir jetzt sagen,
Ja, ihr, das werdet ihr nicht schaffen. Wir sind drei, ihr seid nur zwei. Und auf der Entfernung pustet ihr euch mit der Schrotflinte weg. Machen wir das jetzt mal, damit haben wir Streetwise bekommen. Beim anderen hätten wir dann entsprechend Persuasion bekommen. Also damit steigt dann der Skill, wie gesagt, Learning by Doing. Jetzt verlassen die den Raum. Jetzt werden wir erst nochmal mit dem Evans reden. Naja. Welcome aboard. Und jetzt ist aber draußen Schusswechsel gewesen und jetzt werden wir voraus vor die Tür gehen. Und diese Leute, die Schutzgeld erpresst haben von uns, die wurden jetzt von denen umgepustet, einfach so. Und da können wir jetzt ja fragen, was ist passiert? Und dann sagt er, die haben das Feuer eröffnet. Und dann sagen wir, aber die haben bei uns nicht das Feuer geöffnet und wollten das eigentlich nicht. Das glaube ich denn nicht, weil wir Intelligenz 7 haben, können wir das jetzt auswählen. Oder, ja, also mehr als 7. Und dann sagt er, das hier, das verstehe ich nicht ganz, was der Sinn davon ist. Ja. Also genau, Braxton ist es. Der sagt, ich habe sie bezahlt, um einen Kampf am Apes Store anzufangen, nicht um wegzulaufen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob der Deal damit meint oder die Typen, die da rein, weil die da drin waren, die waren ja die von dem anderen, deshalb keine Ahnung. So. Der sagt halt, dass der Jason war das, glaube ich, Jonas, dass der kein guter Herrscher ist und er viel besser wäre. Und dann sagen wir, ja, du bist also der Held, der uns retten soll. Und dann, ja. Das will er dann. Und dann haben wir jetzt die Quest bekommen und I am in. Wir sollen jetzt in Crossroads sollen da was für ihn erledigen. Wir sollen zu Jonas gehen und What are you doing, Ask Evans? The right thing, we're going to save this town. It's quite a burden, ja. Can't stand by and do nothing. Mhm, and Braxton. Okay. So, jetzt haben wir quasi die Quests, dass wir mit Jonas reden sollen. Der Jonas, der wohnt hier in diesem Dingen, im Bordell. Den werden wir jetzt als nächstes besuchen gehen. So. Und der sagt jetzt, ja, der Braxton, der wollte euch nur umbringen. Der hat euch zu mir geschickt, weil er gewusst hat, dass ich euch töten werde. Aber so, das werde ich jetzt nicht machen, sondern... Und damit versucht er halt hier Zweifel zu säen und uns für ihn arbeiten zu lassen, weil er der Gute ist und der Braxton der Böse ist, der einfach uns verheizen wollte. Wir sagen mal, ja, your man would have killed Abe if you didn't step in. Und dann sagt er, wieso das? Die wollten doch gar nichts, die haben doch nur das Geld gesammelt. Und dann sagen wir, das Kind wollte doch, also der Jüngere, der war kurz davor, den zu schießen. Und dann sagt er, nee, wen nimmst du denn hier das Kind? Der eine war 40, der andere war noch älter. Und dann sagen wir halt, ja, ich weiß, was ich gesehen habe. Okay, what are you saying? Aha. Und dann sagt er, ja, Braxton hat dich ausgetrickst. Und jetzt sagen wir halt, okay, was können wir für dich tun? Und dann sagt er mir, bring mir eine heilige Handgranate. Naja, irgendeine Granate will er haben, die irgendwie dazu bringt, dass man vergisst, was man gesehen hat oder sowas. Und die sollen wir im Store holen. Jetzt haben wir quasi beide Quests offen. Wir haben... Travel to the Armory, the Holy Grail, ja. Oder wurde das andere abgebrochen? Use the keycard to enter to side with Jonas. Okay. Also sobald man das gewechselt hat, ist die andere Quest dann weg. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon da gespeichert, oder? Nachdem ich mit dem geredet hatte.
Nicht, dass das jetzt ein Problem wäre, aber... Nee, okay. Wenn wir jetzt sagen, like to hear your side of the story first. Du bist zu weit gegangen. Und dann gehen wir. Wenn wir jetzt hier reingucken, dann steht ja Evans joined your... Ja, du did what Braxton asked, let him know what happened. Jetzt müssen wir quasi mit zum Braxton reden und dann kriegen wir von ihm einen weiteren Auftrag. Also da haben wir jetzt schon quasi einen komplett anderen Handlungsstrang für diese ganze Zone angefangen. Ich hatte zuvor den Auftrag, ich habe beides mal angefangen, ich habe zuvor den Auftrag mit für diesen Braxton gemacht und das mündet dann darin, dass man, das ist eigentlich auch ganz lustig, die letzte Mission, da werde ich jetzt halt hier ein bisschen spoilern, das ist aber halt hier auch, wie gesagt, erstes Kapitel und erst ein paar Stunden. Aber das mündet darin, dass man quasi diesen Jonas dann angreift. Oder aber man sagt, habe ich erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht kämpfen kann? Und dann wird man am Hintereingang hingestellt und soll Verstärkung abhalten und muss dann mit aufgebrachten Bürgern reden und die abhalten. Das ist quasi so die Alternative zum Kämpfen, was auch ganz cool ist. Wir werden jetzt aber mal das andere machen, was ich noch nicht gemacht hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen können, jetzt, wenn ich hier nur ein paar Sachen erledige. Wir sagen jetzt mal, wir sagen, also Rex is stirring up some shit. He is now, says Jonas. Ja, the pit's a free town. If we have to fight to keep our freedom, then we will shall. Ja. It's going about the wrong way. Sagen wir mal das. The pit's a free town. Ja. Der ist total zufrieden mit uns. Okay. Dann sagt er wieder, er will die heilige Handgranate. Und die werden wir jetzt versuchen zu besorgen für ihn. Und damit sind wir jetzt auch schon auf Stufe 2 gestiegen. Und haben Erfahrungspunkte bekommen. Und dann können wir jetzt mal gucken. Wir gehen in die Charakterübersicht. Und wie man sehen kann, haben wir hier nichts bekommen. Außer hier ist jetzt ein Add-Button. Da können wir uns noch ein Feed aussuchen. Und ich habe ja gesagt, ich bin auf Rifle gegangen. Kann man ja hier sehen. Da ist dieser... Dings daneben. Und deshalb werde ich jetzt hier auch die Rifle nehmen. Dazu, zu jedem Waffentyp oder zu vielen Waffentypen gibt es unterschiedliche Waffen. Also bei Rifle zählen sowohl Scharfschützengewehre als auch Maschinengewehre rein. So, und dadurch, dass ich auch noch total intelligent bin, kann ich hier noch ein zweites nehmen, dass ich diesen anderen Perk habe. Dann nehmen wir noch hier Gunfighter, dass wir mit Ranged Weapons eine Reaction plus 20 haben. Und damit sind wir hier schon mal ein bisschen besser aufgestellt. Jetzt werde ich euch noch was anderes zeigen, bevor wir... Oder das mit dieser Granate können wir jetzt gerade mal machen. Wir gehen jetzt hier in diesen Shop rein, reden mit dem. Der sagt uns jetzt hier, ja, gib es nicht. Und dann sagt er, ja, aber er könnte was für mich tun. Wir sollen quasi einen Core kaufen, stehlen oder so. Und ja, der verkauft hier Granaten, aber auch ein bionisches Auge. Und das ist ein Implantat und das bringt Perception plus 1. Und da haben wir noch Schilder, die kann man auch im Kampf halt verwenden, um weniger Schaden zu nehmen. So, wir können auch hier Sachen verkaufen. Aber ich werde jetzt hier halt auch nicht groß mit Ausrüstung und so weiter viel tun. Ich wollte das jetzt, werde jetzt hier nur mal alles Mögliche ein bisschen zeigen und mal gucken, wie wir mit der Story hier ein bisschen weiterkommen. Mit dieser Hauptstory vielleicht ein paar kleinere Sachen. Ah genau, das ist der Appraiser, da weiß ich aber nicht, wofür der gut ist. Da habe ich bisher noch nichts gefunden. Wir reden mal mit der Kirche. Da können wir nämlich auch eine Quest für erledigen. Da weiß ich nicht, ob es da eine Alternative oder ob das irgendwelche Nachteile gibt. Weil der will quasi von uns, dass wir... also die Kirche hat jemanden ausgesendet, um auch Schutzgeld zu erpressen. Also die Kirche will Geld von einem, sonst legt ihr einen um quasi.
Und die da hingeschickt haben, der wurde aber gefangen genommen. Und der sagt uns jetzt, ja, bring mir meinen Typen zurück. Und dann sagen wir aber, was hat denn Gott hier mit einem Raumschiff zu tun? Was sind die Kanaaniten? Und du glaubst das echt? Wir sind in einer Metallröhre gefangen und ja, du glaubst, dass Gott auf uns blickt? Safe from what? I hear you, brother. Just tell me what needs to be. Safe from what? I meant no offense, brother. Okay. Und jetzt sagt er, dass wir ihnen helfen können. Bla bla. Und jetzt ist aber auch ganz interessant. Jetzt springt nämlich unser Begleiter ein und der sagt jetzt hier, das ist aber einer von uns, also der Schutzgeld bezahlen sollte und der den Typen gefangen genommen hat. Und der sagt jetzt hier, wir sollten dem eigentlich nicht helfen, weil ja, das eigentlich gut so ist, was passiert ist. Aber die ganzen Optionen, die wir hier haben, die sind eigentlich alle so von wegen, ja, halt den Mund, wir machen das schon. Wir können da jetzt nicht mehr das umdrehen. Also durch die Annahme der Quest sind wir quasi jetzt in diesem Dings gefangen sozusagen. Wir können jetzt das sagen, wir können da ein bisschen was Netteres sagen. Bla 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 bla. So. Wir können jetzt sagen, dass Neil zu weit gegangen ist und der hätte was anderes sa machen sollen. Ah, vielleicht können wir da sogar if fought on the arena in case you're forgetting an officer of the law, tap on your badge. Aha. Funktioniert aber jetzt hier nicht. Wir haben das ja gar nicht gemacht, aber das können wir mal ausprobieren. Damit kann ich euch nämlich auch mal die Arena zeigen. Das werden wir aber gleich erst machen. Erstmal zeige ich euch noch etwas anderes. Und zwar werden wir hier dieses Schloss knacken. Und jetzt haben wir hier jemand, der uns noch eine Quest gibt, dass wir was stehlen sollen. Und die bringt uns aber dann gleichzeitig auch noch Stehlen bei, was auch sehr nützlich ist. Damit können wir jetzt beispielsweise auch bei Abe ein bisschen Munition klauen. Solange hier das Stil grün ist, wird man die Sachen auch immer direkt bekommen. Da haben wir jetzt also Munition oder sowas bekommen. Hier sind aber auch noch ein paar mehr, wo wir was machen können. Gunsmith. Da können wir auch ein bisschen Munition klauen. Cole's Gadgets. Ich glaube, da konnte man nichts klauen. Ne? So, und für diese Mission sollten wir den Schlüssel von dem hier stehlen. Das kann man jetzt hier allerdings nicht komplett vergurken. Hier kann man jetzt bei dem einen Drink geben und dann kann man hier Steel. Oder wir können ihn aber auch warnen und dann läuft er zu der Frau hin und dann ist die Frau weg, die uns diese Mission gegeben hat und er auch. Work your magic. Das wird aber jetzt hier ein Failure geben, damit kommen wir hier aber raus, weil den Dialog abbrechen können wir nicht. Wir können dann aber das nochmal versuchen. You couldn't get to it. Also dafür bräuchten wir jetzt Stehlen 3. Und da müssten wir aber halt irgendwie noch an den letzten Punkt stehlen kommen. Das werden wir jetzt in dem Fall schaffen, weil da habe ich noch eine andere Möglichkeit, wo wir, glaube ich, beim Stehlen was bekommen. Wir haben jetzt hier noch eine Tür, da können wir auch mal gerade rein. Da lässt sich, glaube ich, auch was mit einem Dialog lösen. So, da sind halt jetzt zwei so Schlägertypen. Und wenn wir jetzt Critical Strike 2 hätten, könnten wir die direkt umbringen. Wir sagen aber, sie wollen hier Geld, dass wir vorbeikommen. Und dann sagen wir, ja, sehe ich aus wie so ein Idiot, du Idiot? Und dann, ja, und dann sagt er, oh, geh mal. Ja, dann haben wir hier einen Foodhändler, ein New Yorker, maybe later.
können wir noch nichts machen. Und ja, das war's hier soweit. Man kann im Übrigen auch, weil man hier die Karte öffnet, kann man beispielsweise einfach dahin hüpfen. Und also man muss da nicht überall hinlaufen, aber das ist halt gerade zum Anfang, glaube ich, ein bisschen hilfreicher. Wenn ich hier rumscrolle und laufe, dann habt ihr ein bisschen Orientierung auch, wo wir denn uns gerade befinden. Ich weiß gar nicht, der Armor Trader, ob man da auch noch was klauen konnte, ob man da schon waren. Nee, aber da kann ich euch noch was anderes zeigen. Nichts am Armor. Ah, oh. Grab some Merchandise. Damit sind wir jetzt auf Steel 3 gekommen. Okay. Browse the Wares. Da haben wir jetzt beispielsweise eine Rüstung. Und da steht jetzt auch, dass da eine Evasion Penalty Base ist. Sneak Penalty Base, Initiative Penalty Base. Und das bedeutet also, dass wenn wir nichts haben, um dagegen zu wirken, dann kriegen wir halt diese ganzen Abzüge dadurch. Und damit wird auf einmal der ganze Schutz halt weniger gut, weil wir auf einmal überhaupt nicht mehr ausweichen können, nicht mehr schleichen können, später drankommen. Und das macht auch einen Riesenunterschied. Also, wenn ihr euch mehr zum Kampf, werde ich zwar hier auch noch zeigen, aber dann sollten wir vielleicht die Augen anlegen, nicht in den Arm. Werde ich auch noch zeigen, aber tiefer auf den Kampf eingehen tue ich in der Combat-Demo. Also wer da mehr sehen will, der kann sich das angucken. Das ist halt ein 3-4-Stunden-Video. So, den hier habe ich jetzt auf Rifle gesetzt. Wir haben noch den neuen Charakter hier. Der ist halt noch auf Level 1. Der ist zwar hier festgesetzt, allerdings können wir trotzdem noch bestimmen, was für Fähigkeiten der haben soll. Und der hat halt viel Stärke nicht, aber 6 Stärke. Den könnten wir beispielsweise auch auf Rifle setzen und dann beispielsweise Maschinengewehr ausbauen statt... wir haben halt die normale, die Sniper quasi dann und dann machen wir den Maschinengewehr-Experten, machen wir das als seinen Hauptskill. Der kann auch einen zweiten wählen und da machen wir... Wobei kritischer Treffer, weiß ich jetzt gar nicht, wie hoch die Chance da bei der mit dem Dingen ist. Wir können. Da haben wir auch Critical Strike. Ich meine, die kann man wirklich ja dann komplett auf Kampf auslegen, wenn man die halt nicht auf das andere setzt. Man sollte vielleicht dann hier auch noch gucken, dass man Biotech, Electronics und so weiter bei denen steigert. Aber da weiß ich auch nicht ganz, wo man überhaupt den Startwert quasi herbekommen soll, weil das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt nichts an Elektronik habe, irgendwomit muss ich das ja steigern. Wenn ich halt nichts reparieren kann mit 1 Elektronik, dann kriege ich das auch nicht gesteigert. Also es ist halt, dafür sind die 2 Punkte schon dann irgendwo sinnvoll, denke ich. So, den haben wir also jetzt zum Rifleman gemacht. Der hat ja auch hier schon eine Rifle. Und hat hier noch einen Revolver. Aber wir haben auch noch kein gutes Gewehr. Wir gehen jetzt mal... Genau, wir haben jetzt noch Stehlen 3 bekommen. Damit können wir diese Quest hier machen. Das, wo wir eben fehlgeschlagen sind mit dem Stehlen, das können wir jetzt erledigen. Und werden jetzt hier mal... Drink, work your magic. So, jetzt haben wir hier einen Schlüssel geklaut. Und diesen Schlüssel, den können wir jetzt hier bei ihr wieder abgeben. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Im Übrigen ist das Pathfinding in dem Spiel teilweise ein bisschen nicht so gut, sage ich mal. Es gibt immer mal wieder so... Situationen, wo die Leute an NPCs hängen bleiben. Also wenn da einer steht, dann hängen die sich an dem auf. So, give her the key. Und dann sagt die, ja, folgt mir. So, und da ist jetzt, da hat sie jetzt was gefunden, aber es ist halt deutlich weniger, als sie dachte. Und jetzt sind wir nett und dann sagen wir, ja, teilen wir es halt auf. Wir können auch darauf beharren, dass wir alles bekommen. Aber ja, wir haben das jetzt bekommen, unser Geld.
für diesen Diebstahl waren jetzt fies. Und das bringt mich jetzt gerade zu was anderem, mal davon abgesehen, dass der jetzt auch wieder gestiegen ist, der das erste Mal gestiegen ist, unser Companion. Da können wir jetzt auch nochmal einen Feed raussuchen. Und da habe ich gesagt, auch Rifle. Und ja, da werden wir jetzt auch die... das hier nehmen. Zack. Und dann werden wir zurück. Ah, wir sind jetzt am ganz anderen Ende. Okay, dann werde ich jetzt hier mal das Quick Travel machen, damit wir das mit dem Rest noch weitergehen. So. Wir gehen zur Power Station. Ich glaube, da mussten wir eigentlich mit den Granaten reden. Let me take a look. Ja, da könnten wir was machen, wenn wir Electronics hätten. Haben wir aber nicht. Können wir nicht. Anything I can do to help. Und dann wieder ein Air Purifier. Da können wir aber nichts machen. So, wir haben auch mit J können wir unseren unser Questlog dann aufrufen. Da steht halt zusätzlich zu diesen Dings, steht halt immer noch ein bisschen, ganz kleines bisschen mehr. Wir sollen Isaiah visit, ja, Engine Fuel Bar in Camptown, Parts für Air Purifier. Das war das, was wir gerade bekommen haben. Und ansonsten, da haben wir jetzt eigentlich auch mit fast allen geredet. Es fehlt noch einer. Wir können noch oben mit dem Medizin, mit der Medizinerin reden. Hier, Medbay. Und natürlich mit dem Pfarrer, das machen wir aber, oder was weiß ich, mit dem Religionstypen da. Mit dem werden wir später reden. Jetzt werden wir hier mit Sarah reden. Die wird uns jetzt zeigen. Oh, wir können auch mal gerade was klauen. Stims, danke. Da sagen wir jetzt mal. Genau, die zeigt uns jetzt, wie man Implantate extrahiert. Und damit haben wir jetzt Biotech, die erste Stufe, bekommen. Und die gibt uns jetzt eine Quest. Und da könnten wir auch geheilt werden. Das ist ein bisschen seltsam mit dem Heilen. Manchmal wird man komplett geheilt, manchmal nicht. Ich glaube, bei der Arena wird man immer komplett geheilt. Ja, jetzt gehen wir quasi hier in die andere Gegend rein. So, wir haben hier ein Dings, das wir aufknacken können. Und da gibt es eine Pistole, die benutzt aber bei uns niemand. Dann können wir hier mit einem Typen im Emporium reden, da ist aber nicht viel. Ja, der erklärt jetzt hier was von wegen Vierter Weltkrieg und Menschen bekämpfen sich und alles ist, ja. Hier kann man jetzt auch gerade sehen, Emporium is added to your map. Also da wurde jetzt nach Camptown halt das hier auch noch als Quick Travel Punkt jetzt in der Map hinzugefügt. So, dann reden wir mit dem. Na, da ist aber nichts. So, dann haben wir da unten einen Meat Seller, der verkauft Fleisch. Er hat aber auch nichts wirklich zu sagen. Dann können wir mit dem hier reden. Mhm. Okay. Näher. Da haben wir jetzt eine Quest bekommen, dass wir hier mit einem Typen reden sollen, der uns dann ja quasi in den Kampf schleift. Hier können wir Granaten klauen, okay. Jo. Da könnte man eine Schrotflinte kaufen und so weiter. Aber eben auch beispielsweise, ne, der Rifle war da nicht. Dann haben wir, ja, hinten die, da werde ich jetzt noch nicht mitreden. Okay, dann haben wir hier noch einen Shopkeeper. Naja,
Und hier haben wir so ein eine Implantatmaschine. Und hier könnten wir jetzt beispielsweise Implantate einbauen lassen. Die Implantate müssen wir aber auch noch haben. Und hier kann man beispielsweise, das was ich vorher meinte, Cerebral Squad Leader, ein Party Member, if max followers is less than 3 Party Members, Accuracy plus 5. Naja, also damit könnten wir auf 3 Follower kommen. Was wahrscheinlich das Stärkste davon ist, weil man davon... Ich habe ja einen Wert von 6 und damit würde ich den Bonus von 8 bekommen. Klingt schon extrem gut, finde ich. Können wir aber alles nicht machen, weil wir das im Moment nicht haben. Und genau, dann gehen wir jetzt mal in die Arena kämpfen und die ganze Combat-Demo ist quasi Arena-Kämpfe. Und da werde ich jetzt mal zeigen, wie das abläuft. Wir reden mit dem, dann erklärt er, gibt er uns ein bisschen Hintergrundinformationen. Und er sagt halt, ja, bei uns werden die, wird zwischen Recht und Unrecht in der Arena entschieden. Du bist jetzt der Fechter des Rechts. Und wenn du gewinnst, dann hatte der Gegner wohl nicht recht. Also wenn er stirbt, dann war es seine Schuld. Und so, das ist halt so dieses Hexenverbrennung mäßig. Macht eigentlich nicht viel Sinn, aber naja. So, wir können jetzt am Anfang des Kampfes können wir Positionen von unseren Charakteren setzen. Wir können mit Q und E auch die Charaktere durchschalten. Wir können die auch anklicken. Man sieht nicht, wen man ausgewählt hat, was ein bisschen doof ist. Also man sieht das hier unten, aber das ist halt nicht besonders gut gemacht, finde ich. Also ich würde immer durchschalten und dann gucken, wer da gerade ist. Links oben kann man jedenfalls auch sehen, wer dran ist. Und was da ganz gut ist, ist, dass man auch, wenn da mehrere Gegner sind, dann wird einem angezeigt, wer das ist. Andersrum funktioniert es leider nicht. Hier wird er jetzt nicht highlighted, da oben. So, ich kann also aussuchen, wo meine Leute stehen. Ich kann außerdem bestimmen, wo die hingucken sollen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob das einen... Ne, konnte ich das nicht? Ich meine, das konnte ich. Ja. Vielleicht irre ich mich da auch. Moment. Left click, select character, right click to place here. Okay. Wir starten jedenfalls hinten. Wir haben unsere Rifles. Und das ist jetzt auch was ganz Interessantes, die Trefferchance. Denn das Spiel, das funktioniert auch ein bisschen... Ja, man könnte das jetzt vielleicht ein bisschen mit Dead Age 2 oder Dead Age vergleichen, ein bisschen. Denn hier spielen die Grays, die Streifschütze, eine riesige Rolle. Man kann jetzt hier sehen, wir haben eine 71-prozentige Trefferchance, was schon extrem hoch ist. Aber wir haben auch zusätzlich noch eine vielleicht 25-prozentige Chance, mit Grace Hits zu treffen. Und dann kann man sehen, der ganz kleine rote Balken, das ist das, wo wir daneben schießen können. Und der ganz noch kleinere blaue Balken, das ist unsere kritische Trefferchance. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie setzt sich denn das zusammen, dann können wir Alt drücken und dann wird uns alles genau aufgezeigt. Das heißt also, wir haben 50 Basis, wir haben nochmal plus 25 Perception, wir haben nochmal plus 5 Skill, wir haben 10 durch Feats, nochmal 5 durch Weapon und dann hat der Gegner aber 19 Evasion, das wird wieder abgezogen und dann haben wir 5 Range, die abgezogen werden. Wir haben eine 2% Chance Critical durch den Skill. Die Grace-Chance ist Basis 25, die kommt dann halt dazu. Und ja, dann schießen wir jetzt mal. Da kann man sehen, wie viel Rüstung die haben. Das erste ist halt Rüstung gegen Schusswaffen, das zweite ist Rüstung gegen Nahkampfwaffen, das dritte ist Energiewaffen. So, diese Waffe... Die hat halt nur einen Schuss, die muss man jedes Mal für 2 Punkte nachladen. Ich drücke jetzt R zum Nachladen. Und dann schießen wir ein zweites Mal. So, und der hat dieselbe Waffe. Der hat jetzt hier deutlich weniger Trefferchance, aber immer noch sehr hoch. Da können wir jetzt sehen, Evasion minus 19%. Damit haben wir eine Hitchance von 61%. Und, Druff. Auch nachladen und noch einen Schuss. Der hat noch einen Hitpoint. Der läuft zu uns hin. Quatsch.
gedazed. Damit haben wir, glaube ich, Aktionspunkte verloren für die nächste Runde. Was ich jetzt nicht machen werde, aber was man hier sehen kann, ist, wenn ich hier hinlaufe, dann bin ich hier in einem Bereich, wo er einen Reaction-Shot abfeuern könnte. Der hat halt eine gewisse Chance, dass er das triggert. Muss nicht sein, aber es kann passieren. So, reloaded. Jetzt hat er halt Deckung. Und jetzt kriegt er für Cover halt nochmal 25% Hit abgezogen. Also Grace bleibt bei 25%. Aber es wird weiter Hit abgezogen. Ich glaube, World of Warcraft funktioniert ein bisschen ähnlich. Weil es waren quasi Hits oder man muss quasi Misses in Hits umwandeln und Hits in Crits sozusagen umwandeln. Und ich glaube, das ist hier auch so. Also wenn man beispielsweise 0% Treffer hätte, dann würde das wahrscheinlich, ich glaube, die Grace würde dann auch umgewandelt werden, weil das dann, weil die Trefferchancen niedriger wären und Critical wäre dann wahrscheinlich auch nicht da. So, John Doe ist departed, ja. End turn und der Kampf ist vorbei. Jetzt können wir den looten. Und dann nehmen wir jetzt alles mit. Leider halt wieder keine gute Waffe, aber wir haben ein bisschen Rüstung. Die Jacke kann man drüber anziehen. Und dann werden wir jetzt nochmal in die Arena gehen, wenn wir noch einen Kampf machen. Solange wie das jetzt gerade easy durchgeht. Give me a few hours. So, hier sind wir jetzt nicht automatisch aufgeladen worden. Bin mir nicht ganz sicher, wann das funktioniert und wann nicht. I'm ready. I need time to prepare. Doch noch nicht ready. Was ein bisschen blöd ist, dass nach dem Kampf nicht automatisch nachgeladen wird. Make your case. Ja, wir sind auf jeden Fall nicht aufgeladen. Das sind jetzt drei Nahkämpfer. Und der Kampf ist jetzt hier beispielsweise mit der Rifle schon sehr bitter. Die kommen als erstes dran. Wir haben keine Unterbrechung bekommen. Und die können uns jetzt schon schlagen. Ja. So. Gucken wir mal. Der hat überhaupt keinen Schutz. Der käme aber jetzt noch dran, aber den werden wir auch nicht erledigen mit dem ersten. Wir machen hier einen Regular Shot. Das war nichts. Das war ein Grace. Nachladen. Nochmal. Ja. Und hier haben wir jetzt ein Problem. Wir können halt nicht die angreifen, weil die zu nah dran sind. Und hier können wir jetzt sehen, da ist halt die Misschance jetzt sehr hoch, weil die Range Evasion Penalty. Penalty wahrscheinlich, weil wir Schaden genommen haben oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Und verfehlt. Ja, wir hatten auch schon eine reinbekommen. Und da haben wir jetzt eine Reaction Attack. Und aber mit der Pistole geschossen. Da ist er nicht durch die Rüstung durchgekommen. Und da sind wir tot. Und so sieht das aus, wenn man stirbt. Das sieht ein bisschen billig aus, finde ich. Also, ja, der Kampf. Also ich meine, der ist auf jeden Fall machbar. Aber da müssten wir wahrscheinlich ein bisschen gucken, dass wir erstmal andere Waffen holen. Den Charakter müsste man ein bisschen heilen. Und ja, werden wir jetzt gerade nicht tun. Aber jetzt haben wir ja in der Arena gekämpft. Jetzt würde es mich immer interessieren, was passiert denn, wenn wir jetzt wieder in die Kirche gehen und das machen und dem dann sagen. Ich sag das jetzt wieder hier, bla 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 bla. Mhm. I fought in the arena. If fought in the arena. In case you're forgetting an officer on the law, tap on your badge. Looks away and spits. Das ist genau dasselbe. Das ändert gar nichts. Weiß nicht, ob das dann kaputt ist. Aber in der Arena haben wir ja gekämpft. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir reden mal mit... Mit dem hatten wir, glaube ich, schon geredet. Genau, mit dem auch.
Der hatte uns noch eine andere Mission gegeben, die wir aber jetzt noch gerade nicht machen. Und für den, wie ist der, James, Jason, ja, wir sollen auf jeden Fall hier was klauen. Bones Moonshine Bar. Convince Neil to release the Deacon. Ne. Wozu können wir denn da rein? Ah, Isaiah ist das, okay. Und das ist jetzt hier dieses, was ich anfangs mal meinte mit den Disposition, mit dem, wo man mehrere Dialogoptionen hat und sich dann quasi nach vorne arbeiten muss, sozusagen. I'm looking for a rare piece of gear. Mhm. Und dann können wir sagen, wir geben einen guten Preis. Und dann können wir hier versuchen, den Preis runterzudrücken. Also wir haben jetzt Streetwise benutzt. Und dann können wir nochmal Streetwise nehmen. Und damit haben wir es jetzt auch schon geschafft. Und Persuasion Impersonate. Mhm. Ja, damit haben wir es jetzt günstiger bekommen. Wir hätten alternativ aber auch, da lade ich jetzt nochmal, wir hätten alternativ auch hier reingekonnt. Damit hätten wir das ganz umsonst bekommen. Jetzt können wir einen aussuchen. Der hat Lockpick Stealing. Ja, Stealth Run. Wir können jetzt dahin. Schleich, schleich, schleich. Da kann man jetzt sehen, dass das bei ihm steigt. Bei denen auch. Success. Mhm. Wir haben die Course genommen und können jetzt wieder raus. Out of reach. Dahin. Leave. Ja, damit hätten wir das jetzt. Jetzt können wir da auch nicht mehr rein. Also, da hätten wir das jetzt quasi kostenlos bekommen, sage ich mal. Da muss man sich jetzt ein bisschen überlegen, wie man denn den Charakter weiter ausbauen will. Und ich sag mal, wir machen das jetzt mal weiter auf Dialog. Wir geben den einen guten Preis. Bla bla. Moment, wir könnten auch mal... Wir könnten das auch mal mit dem Fork Over sagen. Mal gucken, was der dann sagt. Constitution accepts. Das ist aber nicht hoch genug. Fork them over. Now. Kill him and his man. Okay, da kommen wir direkt in Kampf. Und dann sind wir im Eimer. Also da haben wir dann keine Option. Mhm. Good price. Also nehmen wir das jetzt hier mit Streetwise. Pay the man. Wir haben das Ding. Und ich glaube, damit müssen wir wieder zurück. Disruptor. Cause to coal. Na, das will man damit wegklicken. Das werden wir auch dann mal machen. Coal's Gadgets. Da reisen wir halt wieder hin und geben das ab. Give him the Disruptor course. Beautiful. I believe our business is concluded, he says formally. If you require other two Disruptors, I'll be more than happy to sell them to you. But I have to warn you, they won't come cheap. Aha. So, jetzt sollen wir Disruptor Grenades zu Jonas bringen. Das ist ja hier der Typ. Ich weiß nicht, ob das dann schon die letzte oder die einzige Quest dann in dem Fall ist und der dann genau, wir sollen mit Mercy reden. Who's Mercy? And if she isn't, I'll handle it. Okay. Also wie gesagt, das ist halt doch sehr stark am Anfang. Bei dem anderen ist jetzt auch nicht viel mehr. Ich glaube, da war ein... Na, wir hätten da ja jetzt auch einen Kampf haben können. So, wir werden also jetzt mal noch zu Mercy gehen. Hm.
Mercy ist hier. Der lässt uns aber rein. Go inside. So, und die können wir jetzt auch wieder überzeugen, mit zu helfen. Treacherous bitch, kill them all. Aha. Die muss man halt auch für die andere Seite. Genau, hier hat man jetzt beispielsweise unterschiedliche Möglichkeiten. Mit Überzeugung, mit Streetwise oder mit Charisma. Genau. Und dann nehmen wir jetzt entsprechend das, was wir haben. Und da haben wir wieder mehrere Optionen. Wouldn't you? But that doesn't mean I'm wrong and you know otherwise. Genau. Wupp. Und damit haben wir es jetzt geschafft. Okay. Und die wird helfen. Und damit haben wir in allen drei Sachen was bekommen. Drink, Beef, okay. Wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Jonas. Noch eine Sache. Ich wollte noch zu Apes Store. Ich glaube, da hatten wir auch noch irgendwas, oder? Nee. Naja, geheilt wurde ich da jetzt auf jeden Fall nicht. Da oben hängt auch noch was. Da kann man im Übrigen auch hin. Eine Ebene hoch, aber da ist nix. Geben wir das hier ab. Oder machen wir erst noch was anderes. Probieren wir erst noch mit anderen Sachen rum, bevor wir da den Abschluss machen. Wir hatten jetzt das mit dem Priester. Wir gehen jetzt also noch nach Camptown. Da zum Drain. Und hier gibt es halt auch noch mal ein bisschen was. Da ist dieser Priester, den wir retten sollen. Oder Diakon oder was auch immer. Lucky you. Aha, do you still have the gear? Und dann sagen wir jetzt, ja, der hat uns geschickt. Und dann müssen wir den überzeugen, dass es gut wäre, den laufen zu lassen. Oder wir bringen ihn halt um. Mhm. Und ja, Streetwise. Und dann haben wir den gerettet. Also da auch wieder mit mehreren unterschiedlichen Dialogoptionen überzeugt. Guck mal hin, da ist aber nichts mehr. Genau. Das ist auch automatisch jetzt hier wieder an der Kirche. Und dann, ja, wir haben es geschafft. Mhm. It pays well, why not? What's the job? Mhm. Hatte der nicht gerade nochmal eine Quest gegeben? Ich glaube, da ist nichts Neues dazugekommen. Found that man, his shovel let to rest. Praise the Lord. Keine Ahnung. Die Option ist von Anfang an, da das scheint irgendwie falsch zu sein. Ich weiß es nicht genau. Wir haben im Camptown aber noch die Outskirts, wo wir vorher waren. Nee, da waren wir vorher noch nicht. Da waren wir vorher. Okay. Ich glaube, die habe ich vorher gar nicht gesehen, dass da drei Thugs sind. Wir haben aber hier auch noch ein paar Sachen, die wir so erledigen können. Ah, can't be picked, okay. Das können wir aber öffnen. Oder auch nicht. Da haben wir den Skill nicht für. Ja, und hier waren wir ja vorher mit der, da waren wir mit der Tante. Dann gucken wir mal, ob wir die Sachs
erledigen können oder irgendwas machen können. Aha. Make it your business. Attack. Okay, das ist einfach direkt Kampf. Oh, aber der eine, der will nicht. Okay, ah, das ist dann halt... der wurde dann wohl von denen belästigt. Machen wir zuerst den platt, weil der weniger Ballistikschutz hat. Nachladen. Okay. Schießen. Nachladen. Und weg ist er. Ja, das war schon mal gar nicht so gut. Nachladen, schießen. Jetzt können wir aber kein zweites Mal schießen. Wir können hier auch die Schüsse ändern. Mit dem hier können wir beispielsweise mit 6 schießen. Das hätte ich besser wohl gemacht. Wir können jetzt hier, da sollten wahrscheinlich auch hier weglaufen. Oh, da hat er eine Reaction-Schuss. Ja. Nachladen. Ja, gut. Nachladen. Das einmal wird auch nicht reichen. Oder? Wenn wir jetzt da weglaufen. Ja, okay. Nachladen. Dazed. Reloading. Okay, aber diese Runde sollte dann sterben. Nachladen. Nochmal vorher. Geht dann nicht. Mhm. Und weg. So. Wir haben wen gerettet. Da haben wir auch ein bisschen Rüstung bekommen. Leider war auch alles im Schrott. Also hier, ich meine, Helm ist schon okay. Da haben wir jetzt beispielsweise so eine Rüstung. Und wenn man da eben mit der Stärke, da kann man jetzt sehen, Evasion Penalty, minus 1, minus 5. Und der hat halt mehr Stärke. Wo haben wir die? Ah ja, hier oben. Stärke 6. Und hier haben wir nur eine Stärke 4. Wenn der das nämlich anzieht, hat der eine Evasion Penalty von minus 3. Und der hat nur eine von minus 1. Also, der nimmt dadurch, oder verliert dadurch weniger. Hier, Sneak Penalty hat er nur minus 1. Und der hat natürlich minus 3. Also, das macht da schon ein bisschen was aus. Da ist der Disruptor, die Granate, okay. Die Rüstung. Ja, da ist jetzt auch nichts weiter. Wenn wir keine keine Rifle bekommen, dann gucken wir mal, mit dem reden, was er zu sagen hat. Thank you! Mhm. Friend of yours. Moment, was sagt er? Okay, wir sollen noch den Rest, Rest erledigen. Oh, okay. Klopf, klopf. Look for another way in. Mhm, da hinten ist ein Ding, aber wir sind halt komplett im Eimer. Vielleicht können wir da irgendwie schleichen. Sneak inside. Ja. Okay. Kill them all. Aber der Punkt ist, dass es halt auch nur funktioniert, wenn wir Nahkampfwaffen und so weiter haben. Also das wird nicht funktionieren. Das werden wir auch niemals überleben. Also das werde ich jetzt hier auch gar nicht anfangen. Enturn. Die werden jetzt hier mich sofort erschießen. Quatsch. Okay. Ja, da hätten wir also noch einen Kampf.
werden wir aber jetzt nicht tun. Und genau, das konnten wir nicht knacken. Und dann gab es hier noch das mit dem, da sollten wir für die Medizinerin was machen. Oh, und da ist auch noch was. Da sollten wir Kopfgeld eintreiben. Easy Money, Chance Monster, ne, das ist was anderes. Na, keine Ahnung, wo ich die Mission mal her hatte. Wahrscheinlich wird der, das ist einfach nur leer, okay. Ja, da gab es auch noch eine Mission für. Da weiß ich aber nicht mehr, wo ich die her hatte. Also, wir müssen auf jeden Fall hier mitreden. Ja. Und da können wir jetzt mit, dadurch, dass wir den Biotech-Skill ja auch da gelernt haben bei der Tante, also den muss man hier haben. Wobei, ich weiß es gar nicht. Vielleicht, wenn man weniger klug ist wie ich und dann nicht so viel so einen hohen Bonus bekommen hat. Es kann ja sein, dass er vielleicht nicht auf 2 ankommt, aber ich denke schon. Damit sehen wir jetzt irgendwelche Details und dann können wir jetzt einen von den beiden aussuchen. Oder wir nehmen das, das läuft aber auf den Kampf raus, den ich jetzt hier auch nicht ja, schaffen kann, ohne da viel Zeit reinzustecken. Also machen wir das jetzt mal so. Und geben das jetzt auch mal ab hier in der Med Bay. Ja, wir haben dein Ding, Gift. Ja, bla, blub. Mhm. So, und die hat mir jetzt irgendwas gegeben. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, was das sein sollte. Und dann, die heilt uns für 50. Ja. Und dann ist alles da fit. Wir haben hier auch kein Teil ins Inventar bekommen. Use the Keycard. Ja, A2 im Armory. Aber Armory ist eine andere Zone, die werden wir auch gleich noch ganz kurz besuchen. Einfach nur, um kurz reinzugucken. Air Purifier, genau. Muscle, needs to be Boons Moonshine Bar. Da können wir noch gucken, ob wir uns vielleicht rausreden können. Mhm. Alge, Carlos. Ja, da sollen wir auch zum Dings Bionic. Bioponics Dings da gehen. Aha. So, der hat jetzt hier einen Gegenstand, den er verkaufen will, aber das, was der hat, ist gefälscht quasi. So. Und der sagt natürlich, mich verarschen. Ja, und dann würde das auf Kampf rauslaufen, wenn wir sagen, ja, du nimmst lieber das Geld. Wir können aber auch sagen, was wäre denn, wenn wir das richtige Teil besuchen, suchen. Mhm. Und dann schickt er uns los. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir für den bringen sollten. Ich glaube, da wird auch nicht alles im Journal. Ach, das ist jetzt auch gar nicht. Moment, das lese ich mir jetzt mal gerade durch, wenn wir das nochmal machen. Okay. Bla bla bla. Mission Control Center.
I'll find a way, okay. Come and see me at our camp. Name is Gideon. Aha. Okay. Also da muss man den dann woanders treffen. Aber wir haben für den jetzt auch gar keine Quest bekommen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo deren Camp sein soll. Da wartet der Hank auf uns. Ja, das war das. Dann gucken wir nochmal gerade. Ja, wie gesagt, man könnte jetzt in der Arena noch weitermachen. Ich würde aber jetzt noch euch die anderen Zonen ganz kurz zeigen. Wir gehen jetzt mal zum Armory. Und die Zone ist jetzt auch nicht riesig groß. Da haben halt mehrere, ja, Räumchen. Mit aber auch Gegnern drin. Da ist ein Scavenger, da ist ein Aufzug. Hier haben wir so Froschviecher. Da können wir auch mal... Examine Crates. Ah, da hinten ist noch Use Control Panel. Too heavy to move. Ah, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Replace that module können wir nicht machen. Check the monitor. Ja. Da bräuchten wir möglichst den Skill. So, und hier haben wir dann einen Eingang, da können wir uns durchquetschen. Und dann werden wir aber direkt in den Kampf mit Fröschen gelangen, es sei denn, wir schleichen uns daran vorbei, was aber wahrscheinlich auch nicht gut ausgehen würde. Und das ist ja ärgerlich, der hat die Waffe nicht automatisch nachgeladen. So. Aber ich glaube, die Frösche werden mich direkt umbringen. War nämlich dark. So. So. Start. Ja. Vergiftet und geblendet. Wir hatten keine, keinen Schuss ausgelöst. Kneecapped, crippled. Und die Trefferchance ist auch nicht wahnsinnig gut. Das ist okay. Hat ich getroffen. Das geht schon. Aber da braucht man wahrscheinlich auch bessere Waffen für. Das ist am Anfang so ein bisschen... Also diese Waffen hier, sie sind echt mal super schlecht. Jedenfalls, ja, hier werden halt noch ein paar Kämpfe und natürlich eine Menge... Naja, eine Menge... Einige Objekte zu sich anzugucken. Hier durch dieses Ding kann man sich durchquetschen, dadurch die Camp bekämpfen und ja, dann geht's halt da in den Aufzug rein. Da bräuchte man Elektronik für, also da der Elektronik-Skill ist jetzt auch nicht ganz unsinnig. Da ist auch noch Level 2. Da können wir, und da hinten steht irgendwas, aber ja, da können wir jetzt nichts machen. Dann gehen wir zu den Hydroponics. Auch nochmal kurz zeigen, was es hier eine andere Zone, für eine andere Zone gibt. Das hier hat sich quasi... Das war mal eine Farm und die hat sich aber der Dschungel unkontrolliert ausgebreitet, sozusagen. Da können wir jetzt mit dem Carlos reden, wo wir was abholen sollten. Und der sagt uns jetzt, ja, hab ich nicht. Ja, und der gibt uns jetzt halt, der sagt, ja, hab ich nicht, müsst ihr woanders hingehen, beziehungsweise müsst ihr euch selber holen, selber ernten. Mhm. Das ist jetzt nur diese Zwischenebene. Kann man aber nicht wirklich was machen.
Und dann können wir jetzt mit dem Elevator nach unten. Third Floor, Living Quarters. Das sind dort die Living Quarters gewesen. Cultivation Lab. Ah, okay, da ist noch ein anderer mit. Da war ich noch nicht. Mhm. Any problems? Okay, AA Strains, even the Mutants, so we played God. Aha. Okay, leider aber auch keine Quests. Ja, da ist nichts. Also hier kann man jetzt im Grunde nichts tun. Use the elevator und dann gehen wir jetzt zum Storage. Gideon. Working on it. Ach, das ist der mit der Base. Ja, ja, okay. Mit dem sollten wir uns wieder melden. So, und jetzt kann man hier in diesem dschungelartigen Dingens auch rumgucken. Und da sehen wir aber, das sind auch wieder diese Frösche, die uns umpusten würden. Und hier würde man auch nicht weit kommen, ohne wieder Kämpfe zu triggern. Da kommt man nicht durch. Carlos sent me. Mhm. Ah, okay, den haben wir jetzt überzeugt zu gehen. Aber wir. Ne, haben wir nicht überzeugt. Wir brauchen Combat Reputation, um das machen zu können. Fail. Might be the last, Wings Morgan. Okay. Leave. Also da geht's so nicht weiter. Hier ist jetzt auch quasi nichts. Da könnten wir rein sneaken. Aber da werden wir. Das funktioniert nicht so wirklich toll mit dem Sneaken, habe ich gemerkt. Das weiß ich jetzt nicht, ob einfach nur mein Skill zu niedrig ist. Aber das Sneaken war. Sehr. Moment, ich kann das einfach mal zeigen. Das habe ich jetzt, glaube ich. Doch, habe ich doch. Wir haben doch dieses Ding gestohlen. Aber da waren ja keine Gegner, so gesehen. Sneak, get inside. Weil hier jetzt beispielsweise. Das ist auch doof gemacht. Nee, das ist. Das funktioniert jetzt. Beim letzten Mal, als ich hier reingegangen bin, also bei meinem englischen. Könnt ihr mal auf dem englischen Kanal reingucken. Da habe ich nicht hier nach rechts gehen können. Da konnte ich nur geradeaus durchgehen. Und das ist natürlich komplett doof. Weil dann kann man nur ins Gesicht der Gegner sneaken, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, wahrscheinlich werden wir das nicht öffnen können, weil wir das hier gar nicht haben. Entern. Ja, fix the control panel. Wir haben aber keine Elektronik. Da wäre jetzt auch wieder Elektronik nützlich gewesen. Vielleicht ist es gar nicht so dumm. Können wir wieder rausgehen. Vielleicht ist es gar nicht so dumm, am Anfang diese zwei Punkte in Elektronik zu stecken. Ja, eigentlich kann ich jetzt hier auch komplett weggehen. Wir haben jetzt hier im Endeffekt alles so oder ich habe alles mal gezeigt, was ich zeigen wollte. Camp Raid, Train Station, Delta Tower. Ja, da können wir jetzt nicht mehr machen. Ship Map. Wir gehen jetzt zu Pit und werden mal die, die Quest abgeben bei, bei Jonas Promised Land. Und dann sagen wir jetzt hier diese Dings, Scarlet oder wie auch immer, Mercy ist auf unserer Seite. Ah genau, jetzt sagen wir hier auch, jetzt können wir sagen, ja gut, wir kämpfen mit. Machen wir jetzt einfach mal. Dann wird jetzt der Kampf vorbereitet. Negotiate. Go in. Kill them all. Ja,
Und da müssen wir jetzt die Regulatoren alle umpusten. Was wir aber wohl nicht überleben würden. Den Redbeard, den steuern wir auch, können einen Disruptor werfen. Okay, aber das ist ja jetzt erstmal die Vorbereitungsphase. Start Combat. Ne, ich will eigentlich mich jetzt doch bewegen. Ich habe mich anders überlegt. Disruptor bedeutet, dass die sich... Ach shit, das war eigentlich falsch. Dann wird, glaube ich, die Zeit eingefroren. Also damit sind die quasi aus dem Kampf genommen. Ich würde das gerne dahin werfen. Panicked, okay. Ist dann doch ein bisschen was anderes, als ich dachte. Okay, wir können ja hier mal, der hat jetzt noch 9 AP. Wir können jetzt hier beispielsweise auch den... nehmen wir einfach was hier, das Brust. Die haben halt alle bestimmte Vor- und Nachteile. Aimed Burst kostet 12 AP. Der hier, Aimed Brust, macht bei Critical Constitution weniger, hat mehr Armor Penetration und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was das Panic macht. Unsere Waffen sind natürlich immer noch komplette Grütze. Und da haben wir jetzt auch ein paar andere Charaktere, die wir steuern können. Ich meine, hier stehen wir schon direkt nebenan. Benutzen wir mal den Burst. Der kostet aber 10, dann machen wir direkt den 15er Burst, den vollen Burst. Da können wir jetzt beispielsweise mal sehen, da haben wir ja fast keine Trade-Chance. Da haben wir nur diese, die Grace-Chance. Die steht jetzt bei 50, Limit 50, Base 25, Weapon 10, Attack 20. Da steht jetzt Accuracy minus 50, aber dafür Grace-Chance höher. Also das sind halt alles Grace-Schüsse dann. Ja. Wir können auch einen Aimed Burst machen. Oder wir schießen einfach zweimal auf die Brust. Na, das war nicht so gut. Okay, da sind wir auf der Seite. Dann, wir könnten uns aber auch hier erstmal in Deckung begeben. Zumindest vor denen. Dann machen wir einen Snapshot. Für ein bisschen weniger Punkte. Dann können wir aber nachladen. Okay, dann hätte ich sowieso noch machen können. Dann machen wir das. Guck mal, dass wir irgendeinen zumindest wegpusten. Ach shit, das war Unsinn. Regular Shot für 6. Wir machen mal den Burst. Ne, den langen. Feuer! Naja, aber maimed. Dann haben wir jetzt eine Wache. Die Wache sieht aber auch so aus, der Braxton. Das macht keinen Sinn. Okay, Regular Shot. Und nochmal. Und das war's. Das war jetzt nicht so super. Solange die meine Charaktere nicht angreifen. Mhm. Redbeard. Center Mass. Ach, der hat jetzt aber auch das auf das eingestellt. Aha.
Da muss man halt auch gucken, der hat beispielsweise ja verhältnismäßig viel Armor, da macht es halt schon Sinn, auch mit Armor Penetration beispielsweise zu schießen, mal davon abgesehen, dass der Schuss sowieso ganz gut ist, finde ich. Da kommt man halt, trifft man halt ganz ordentlich. Macht 50 Schaden. So, der hier muss weg. Das war nicht so toll. Wird von allen möglichen unterbrochen, haben wir nicht. Da ist die Wache im Eimer. Okay. Der da lebt auch immer noch. Dann machen wir einfach mal einen Snapshot. Da muss einfach irgendwas treffen, dann ist der im Eimer. Gucken wir mal, dass wir den wegbekommen. Mit einem... Ach, der 12, den können wir nicht schießen. Dann machen wir wieder den. Na. Okay. Nachladen. Nachladen. Wie gesagt, die Waffe ist kompletter Ranz. Trefferchance auf alle ist schlecht. Aber hier hat er zumindest ein bisschen Grace. Mit seinem Burst. Und dann ein Reaction Attack. Ja, da hat er mehr Schaden zurückbekommen, als es genutzt hatte. Mhm. Okay, den müssen wir erledigen. Nachladen, Feuer. Fuck. Auch tot. Ja. Da werde ich keine Chance haben. Reaction. Und ich glaube, den können wir, genau, weil er zu nah dran ist, kann ich den auch nicht angreifen. Mhm. Ah, ich glaube, da hatte der irgendwas mit seinen Panik-Dings. Only making me angry. Okay, wir laufen aber mal darüber, um nicht hier direkt zu sterben. Blockt, blockt. Das war auch nicht besonders gut. Und ich schätze, dass der Evans jetzt stirbt. Mhm. Machen wir hier den Burst 10. Oder den Aim Burst für 12. Auch mal wieder schlecht. Mhm. Dahin. Und Feuer. Neben. Haben wir noch eine Wache? Aimed Bursts. Ja. Na, wenn man da nicht wirklich durch die Rüstung durch... Oder, ja, die Grace-Schüsse, die machen halt grundsätzlich nicht viel. Hm. Reaction Attack, aber nicht getroffen. Mhm. Und nachladen.
Nachladen. Schön. Ist natürlich auch ein bisschen blöd mit den Waffen, die ich habe. Wenn man wenn man nur einmal schießen kann, dann kann man auch damit nicht unterbrechen, wenn die Waffe leer ist. Aha, kritisch getroffen. Auf die Hände! Wenn ich treffen will, muss ich das nehmen. Aber auch das hat nicht gereicht. Machen wir Snapshot. Snapshot senkt die Accuracy um 15 und macht dafür das Ingrace rein. Aber dafür kostet es weniger zu schießen. Mhm. Na, der hat halt noch eine Pistole, hat aber damit keinen Schaden gemacht. Der lebt noch. Okay, machen wir zwei hiervon. Gut. Nehmen wir uns den vor. Der Redbeard ist gestorben. Mhm. Das war aber unser Hauptdamage-Dealer quasi. Hier kommt halt nichts rum. Evans wird jetzt auch gleich sterben. Batsch. Ich will nicht sterben. Und gestorben. Ja, das wäre die Kampfoption. Dann werden wir jetzt das andere machen. Und sagen, ey, wir können noch gar nicht kämpfen. So. Und jetzt sind wir hier oben. Ah, übrigens, gibt es halt auch noch so einen Raum. Aber da braucht man, glaube ich, auch Electronics für, um was machen zu können. Genau. Replace all three models, you don't have enough spare modules. Die wären vielleicht hier dann drin, aber die können wir auch nicht machen. Okay, dann gehen wir hier hin und triggern das. Jawohl. Deal with the reinforcements. Und jetzt kommen sie ja an und dann müssen wir sie quasi, ja, abhalten, weiterzukommen. You're too late, Sergeant. The party's over and Braxton is dead. I'm sorry for the bad news, but at least you can go home now. Braxton is dead, examines Martinez. He's too shocked for the moment to add anything else. In diesem Moment Persuasion und Streetwise. The Brotherhood send a message, loud and clear. Those who stand in their way will be destroyed. So now what? Asks Martinez, dazed at this turn of events. There's nothing for you here now, that's for sure. Uh-huh. How do I know Braxton is really dead? Martinez asks suddenly, clinging in hope. Would I really be here talking to you if Braxton was still alive and fighting? It's really over, Sergeant, even if you can't accept it yet. Und damit hätten wir es geschafft. All right, we're leaving, says Martinez, giving up. Thanks for the warning. Wait for them to leave. Mhm. Impersonal Skill auf 3 hoch. Return to Jonas. Und jetzt sagt er halt, ja, hier, Kampf gewonnen und so. Mhm, talk to Jonas, bla bla. Ja. Mo. The Tree of Liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants, quotes Evans. Damn right, we're fighting over a fucking cargo hold. Ever seen a tree, Evans? Ja, me neither. Okay.
Ja, das wäre das. Jetzt haben wir jetzt mit dem irgendeine andere neue Quest bekommen, aber ich habe mir jetzt auch die Dialoge nicht genau angesehen. Normalerweise, wenn ich das so spielen würde, würde ich mir das natürlich alles Dialog für Dialog genau durchlesen, mir eventuell was auf eine To-Do-Liste schreiben und so weiter. Ich habe das halt jetzt hier einfach mal ein bisschen schneller durchgemacht, um euch was zu zeigen. Und trotzdem sind wir jetzt hier bei, jetzt bei 2 Stunden angekommen. Aber ich hoffe, euch damit jetzt mal eine gute Übersicht über das Spiel gegeben zu haben. Wie gesagt, ich habe noch ein Video zum Kampf gemacht, wenn ihr euch dafür näher interessiert. Das ist, ich glaube, 4 Stunden oder so lang. Aber auch schon zusammengeschnitten, weil ich da über 10 Stunden dran rumgekämpft hatte. Aber jetzt hier mal die Quest-Seite gezeigt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das Let's Play in Deutsch mache. Wahrscheinlich werde ich das auf Englisch auf meinem englischen Kanal Kodanos Gaming leer machen. Weil hier einfach, ihr habt es ja jetzt gesehen, extrem viel Text ist und den halt immer nur so wegzuklicken und dann zu. Da müsste ich das ja im Endeffekt einmal gespielt haben, die Texte lesen oder ich übersetze das alles live oder ich lese das alles auf Englisch vor und dann ist das Let's Play noch vielleicht 10 oder 20% Deutsch, was auch irgendwie keinen Sinn macht. Muss ich mal sehen, wie das dann aussehen wird. Early Access, wie gesagt, 6. April geht's los. 18 Monate sind geplant. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das innerhalb von 18 Monaten schaffen. Ich meine, das sieht hier schon sehr gut aus, aber wenn der andere Content halt nicht da ist, dann ja, muss man mal sehen. Dadurch, dass sie halt so viel ineinander greift, ist das jetzt auch kein, nicht einfach nur Level gebaut, fertig, sondern da ist halt schon, muss er gucken, dass das alles richtig verzahnt ist und das eine in das andere greift und dann auch nicht durch Fehler. Bei sowas treten halt am ehesten die Fehler auf. Man kennt es vielleicht aus Fallout New Vegas oder Vampire the Masquerade und so weiter. Das waren ja Spiele, die gerade zu Release auch wegen den Quests halt so stark fehlerhaft waren. Und hoffe ich mal, dass das hier dann entsprechend gepolished auch rauskommt. Da sollen sie ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dir das Video einen Like da lasst oder den Kanal abonniert, falls ihr das nicht schon getan habt. Das soll es von mir sein. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Bye bye.